Danke recht herzlich, ja, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt, nachdem wir vom Herrn Kniel dankenswerterweise auch sehr viele Daten und Informationen bekommen haben zum Verhältnis Europa und USA, erlaube ich mir jetzt in den kommenden 20 Minuten ein bisschen einen Vergleich, was das Mindset anbelangt, zu geben. Und werde mich hier auf den Westen der USA konzentrieren. Warum der Westen? Weil der Westen ist natürlich der Ort, wo spätestens ab dem frühen 19. Jahrhundert massiv Menschen von Europa in die USA emigriert sind. Und ich finde dieses Bild so wunderbar, ne? Dieser Trapper da, der diese Familie da in der Hand hält und in den Westen deutet, dort wo die Glut, Sonne, der Sonnenaufgang auf uns wartet. Auf jeden Fall Milch und Honig fließen dort. Und dieses Go West ist ein Thema, das bis heute in der DNA dieser Kultur liegt. Ich werde dazu noch kommen. Aber es waren noch andere, nicht nur irgendwelche so Familien-Trapper-Väter, die dort waren. Der Westen ist natürlich der Ort der Goldgräber gewesen. Und hier eine schöne Grafik, wo geworben wird für eine Schiffsüberfahrt, also es ist einen richtigen Transfer gegeben nach Kalifornien. Und warum ist der Goldgräber so interessant? Weil der Goldgräber ist der Prototyp des Entrepreneurs, des Kalifornischen. Er ist von einem Eigensinn, einem Eigeninteresse motiviert, er möchte Gold finden, also es gibt einen Traum und er ist ein Abenteurer. Er ist jemand, der sagt, there are no limits, there are just frontiers. No limits, just frontiers. Und der Goldgräber ist in gewisser Maßen der Prototyp des kalifornischen Pioniers bis heute im Silicon Valley. Und wenn man im Valley, wie ich lange lebt, wird man ja mit allen Mythen konfrontiert. Und der Goldgräber-Mythos ist ja ein ganz ein zentraler. Gut. Wenn man aber heute ankommt, in Kalifornien, im Valley, wird man ganz, ganz schnell mit fünf Fragen konfrontiert. Die erste Frage ist interessanter, wer bist du und wer ist dein Team? Wobei diese Frage eigentlich nur darauf abzielt, also wie viel Overhead gibt es und sind es eh die Ingenieure? Also ein Marketing-Guy, ein Management-Guy ist gut. Aber das Wichtigste ist, wer ist das Team, sind da Ingenieure dabei, weil im Prinzip sind nur die interessant, weil verkaufen und ein Business führen, das machen dann eh andere. Dann die nächste Frage ist ganz eindeutig, was macht es schneller bzw. einfacher, dein Produkt? Ja? Was macht es faster or cheaper? Und dann die Frage der Frage, is it scalable? Is it scalable? Alle, die in der USA sind, wirklich scalable ist quasi so das Buzzword. Das wird in jeder Business-Präsentation muss das irgendetwas scalable sein. Und you have to know how to scale it. Und wenn es nicht, also das wird quasi, das ist so ein Codewort und ist abgelöst dank Google durch den Begriff, is it exponential? Also die Exponentialität ist quasi auf der entscheidende Ding. Und is it simple? Und show me the demo. Im Prinzip sind es die fünf Fragen, aber am Ende des Tages gibt es eine harte, knallharte Frage. Nämlich, du wirst dann irgendwann gefragt, was tust du eigentlich irgendwie? Is it technology or is it human business? Technology heißt, es kann auch ohne dir leben und verbreitet werden. Also es braucht dich nicht, der hier da vor dir steht. Es ist eine nicht ganz charmante Frage. Ne? Also weil nämlich, wenn es Human Business ist, also wenn es quasi irgendjemanden benötigt, dann ist es Consulting-Industrie und dann sagen sie, go east. Dann musst du irgendwie an die Ostküste. Dann hast du hier an der Westküste nichts verloren. Also es ist quasi, das ist und wenn es quasi und manchmal sind sie charmant und dann sagen sie, no, maybe it's not right yet und dann go home und back to Europe und das ist quasi dann irgendwie, wenn die Österreicher hören, das ist irgendwie so diese Vorstellung von dem, was die da von uns haben,
Da jodeln sie noch immer und diese Trapper-Family-Geschichte ist ganz tief noch immer in der DNA der Amerikaner. Gut, das sind quasi die ersten, es passiert in den ersten 2-3 Wochen, läufst du das durch. Ja. Es geht rasend schnell, wirst du mit diesen Fragen konfrontiert in einer Geschwindigkeit. Sie müssen sich vorstellen, die durchschnittliche Zeit, die jemand in San Francisco verbringt, sind 2,5 Monate. Das heißt, das ist eine unglaubliche Throughput-Machine. Da werden von der ganzen Welt die Leute durchgeschliffen, dann werden sie durchgesäubert und durchselektiert und wieder ausgespuckt, beziehungsweise es kommen halt ganz viele halt für Konferenzen und Kongresse oder nur für einen Job in die City oder in die Bay Area. Aber das ist ein riesengroßes Ding, wo die ganze Welt durchgetrieben wird. Drei Buzzwords der Gegenwart: Disruption. Wenn etwas disruptive ist, dann bekommen die ganz auf glühende Ohren. Und wenn es noch Industries gibt, die nicht disruptive sind. Und ich habe Professor Brinken, ich habe da einige Male wirklich schmunzeln müssen auch, weil die natürlich jetzt, die wollen jetzt rein, ne, in die anderen Industrien. Ne? Den Consumer-Bereich haben sie und dann haben sie so Listen, ne? Which industries are not disrupted yet. Ja? Und da werden sie ganz in ihren Design-Thinking-Workshops ganz furios. Und das ist so ein Buzzword, das ist überhaupt exponential, ja. Exponential Thinking, wenn Sie auf die Google Singularity University gehen, können Sie sich ausbilden lassen zum Exponential Manager. Das ist quasi ein, ja, wirklich. Da ist Exponential Business, aber Exponential Manager, das ist quasi das Entscheidende. Und ein anderes Buzzword, it's the ecology. Ja, und da gibt es quasi, und auch da habe ich beim Professor Brinken, das hat mir sehr gut gefallen, nämlich dieses Slide, wo er gezeigt hat, ist mit der Outcome Economy, weil das ist das, was Eric Schmidt in jedem seiner Vorträge sagt und predigt. Und das ist immer, wenn Eric Schmidt und wenn Google das sagt, mit der Apodiktik der Todesdrohung verbunden. Nämlich er sagt, dass all jene Unternehmen, die sich über ihre Technologien oder ihre Produkte definieren, sterben werden und nur jene überleben werden, die sich über ihre Ökologie, über ihre Plattform definieren. Und das wird vorgetragen mit der Apodiktik, dass, also wenn Sie noch keine Plattform und keine eigene Ökologie entwickelt haben, ist der Tod nahe. Ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie ganz kleinreden, da gibt es ganz, ganz starke Argumente dahinter und da steckt sehr viel dahinter, aber ich möchte einfach nur sagen, das sind quasi die drei Dinge, Ecosystem, Disruption, Exponentiality, da sind Sie schon dabei einmal, wenn Ihr Produkt scalable ist und wenn in Ihrem Team nicht zu viele Manager und Business Guys sind, sondern wirklich Engineers, dann sind Sie dabei. Gut. Ich möchte aber ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass jetzt wirklich das so für mich irgendwie so the secrets are secrets. Es gibt keine Secrets, aber Sie müssen sehen, ich habe lange dort gearbeitet, ich habe auch geforscht, ich habe in einem Projekt mitgearbeitet auf der Stanford University, the Networks of Silicon Valley, ich bin Netzwerkanalyst, ich zeige übrigens heute kein einziges Netzwerk her, also nicht das, was ich tue eigentlich in meiner Profession, sondern ich teile hier meine Erfahrungen. Und wir haben das Silicon Valley wirklich analysiert und studiert über Jahre, die Investment Flows, wie passieren hier Dinge. Und ich möchte hier quasi ganz kurz nur ein paar Grundslides herzeigen, die notwendig sind, damit wir hier eine Basis haben. Bekanntlicherweise gibt es Produktlebenszyklen. Bekanntlicherweise hat der österreichische Ökonom hat von den schöpferischen Zerstörungen gesprochen und die gibt's und die wird es immer geben. Das Thema ist aber, dass diese schöpferischen Zerstörungen auf unterschiedlichen Zyklen passieren. Es gibt also schnelle und langsame Zyklen und wir haben quasi in der digitalen Ökonomie rasend schnelle Zyklen. Da oben die Lederhose, die Kirche, das sind Dinge, die und andere Zyklen haben, sind aber auch Zyklen unterworfen. Man kann sich das auch so vorstellen, das ist quasi eine Grafik, die ganz essentiell ist. Wir haben hier die Netzwerke, die entstehen, also die Komplexität in den Wertschöpfungsketten. Wir haben ja das Kapital, das akkumuliert wird und im Prinzip, geht der hier? Gibt es hier? Nein, gibt es hier eigentlich einen Laserpointer hier? Gibt es nicht. Hm?
Ah ja, klar, LED-Wand, Entschuldigung, ja, das war eine. Gut, aber man kann ja auch deuten, es gibt auch einen Finger. Wir wissen, Dinge entstehen irgendwo am Anfang, wenig Kapitalisierung, die Komplexität ist gering, die ganze Organisation wächst, entwickelt dabei, das sind diese Hockeysticks, diese berühmten S-Kurven, entwickelt dabei, baut Kapital, Humankapital, Komplexität, Fixed Capital, Maschinen auf, Prime Stage, und irgendwann kommt von innen oder außen die Disruption, eine neue Technologie, ein Competitor kommt, diese gesamte, der gesamte Prozess ist aufgerufen, sich zu erneuern. Ein neues Entdecken, der ewige Zyklus, das ist ein klassischer Lernzyklus, da ist überhaupt nichts Besonderes dahinter. Das Thema ist nur, dass das Valley es verstanden hat, die Geschwindigkeit dieses Zyklus zu optimieren. Es geht also um die Geschwindigkeit und schneller als andere diese Zyklen immer wieder zu durchlaufen. Das heißt, Neues umsetzen, Bewährtes vertiefen, Altes zurücklassen, improvisieren, explodieren, da. Es ist die Geschwindigkeit dieses Zyklus, die ungeheuerlich ist. Man kann das Valley nur verstehen, wenn man versteht, diese unglaubliche Lust an der Disruption, aber auch an der Eigendisruption, an dem, dass wir immer wieder und immer schneller diese Zyklen zu durchlaufen. Und das ist quasi diese Capacity. Also es gibt quasi, es gibt dafür Untersuchungen, wie viel wirkliche groundbreaking Disruptions jetzt, seitdem es das Valley gibt, sich hier überlagern. Und mit jedem Zyklus natürlich grundsätzlich die Kapazitäten, die vorhanden sind und die Erfahrungen, die vorhanden sind, steigen. Aber es geht um diese Geschwindigkeit zu lernen, und das spiegelt sich aber auch ab in den Biografien der Leute. In unseren Untersuchungen hat sich ganz eindeutig gesagt, einer der Geheimnisse ist, die Leute fangen als Ingenieur an, sie tun etwas, dann rücken sie in eine Managementposition auf, dann gehen irgendwie diese Statistiken stimmen, bis so ein Unternehmen gelingt, die haben im Schnitt 6 Failed Companies quasi in ihrer Historie. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr große Erfahrung mit dem, dass etwas schief geht, dass etwas fehlt, dass einfach irgendwie Dinge nicht funktionieren. Und irgendwann aber quasi werden sie vom Manager, wenn einmal etwas nicht fehlt, selber zum Investor. Das heißt, ein und dieselbe Person hat alle diese Rollen im Laufe seiner Biografie einmal durchgemacht und inkorporiert natürlich eine Erfahrung, die jemand nicht hat, der diese Rollenmobilität im Laufe der Karriere nicht hat. Investoren im Valley haben das alles selber schon gemacht. Sie sind gescheitert, sie haben angefangen als kleiner Programmierer, sie haben gemanagt, sie sind quasi gesqueezed worden, alles das. Und es bildet sich aber auch darin ab, wie sie die Teams zusammensetzen. Wie sie wissen, dass unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Managementstile, aber vor allem unterschiedliche Typen benötigt. Ich brauche irgendjemanden, der das macht. Ich brauche quasi die Skills haben, die Experts. Ich brauche aber auch die Manager, die Charismatic Leaders. Ich brauche die Visionäre. Ich brauche die Pioneers. Das heißt, die Art und Weise, wie Teams zusammengesetzt wurde und werden, ist selber im Prinzip skalierbar. Also es gibt quasi einfach hier ganz klare Schemen, wobei quasi natürlich durch die gesamte App, je weiter sie in dieser B2C Endfront-Geschichte sind, umso mehr quasi geht es natürlich dann darum, hier nur mit den Storyteller und den Engineer zu haben. Die anderen benötigt man nicht. Aber worum es mir hier geht, ist die Fähigkeit, diese Zyklen zu durchlaufen, müssen sich in ihrem Team abbilden. Wenn Sie nur Macher haben, nur Manager, wenn Sie nur Visionäre hätten, es geht um das Portfolio dieser Rollen, und da sind die einfach extrem gut und wissen, wie setzt man das zusammen, dass das Ganze Geschwindigkeit aufnehmen kann, weil um die geht's. Am Ende hat aber im Valley, und das beginnt mit der Dotcom, mit der ersten Dotcom-Bubble, wenn Sie sich erinnern, 1999, dieser erste Schwung, etwas begonnen, was ich immer genannt habe, diese Hybridisierung des Business Guys mit dem Hippie.
Wenn Sie sich ansehen, wie man sich kleidet und quasi diese gesamte Philosophie, dass es um Geld verdienen, um Welt retten geht. Dieses Money and Meaning Thema ist an jeder Ecke präsent. Und ob es jetzt verlogen ist oder nicht, das ist diese Frage, stellt sich nicht. Sie müssen nur mal da in den Supermärkten einkaufen gehen. So viele Yoga-Magazine und Spirituality-Magazine haben Sie noch nie in Ihrer Welt gesehen. Spirituality 2.0-Konferenzen. Bei Google haben Sie quasi laufend Spirituality-Seminare. Meditation ist eine Art von fast notwendiger Praktik, wenn Sie dort in der Peer Group Resonanz erzeugen wollen. Das heißt, diese eigenartige Mischung aus Geld und wir würden sagen Esoterik und New Age Geschichten, dieses well, you really want to save the world, und alles retten die Welt und auch die Schokoladen und alles irgendwie purpose driven products, wo sie schauen, also dieses gesamte kalifornische Ding lebt quasi von einem evangelikalischen Spirit, deshalb auch viele zu Recht auch das Gefühl haben, das sind ja Techno-Sekten, auch wie sie die Googlers und sie bekommen etc. Gut, Money and Meaning, das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist aber dieses Hybrid von Design und Science and Technology. Da quasi mischen sich etwas, und ich habe das einmal für mich so zusammengebracht, das waren die vier Pole, über die sich quasi diese vier Hybridisierungen, über die sich das Valley beschreiben lässt, nämlich dieser Money-Meaning-Pole, Value and Values, das ist ja im Englischen ein schönes Wortpaar, es geht um Geld, knallhart, Capital, ROI, Value, was sonst, und es geht aber um Values, das Ganze to care, purpose, sharing, also diese Worte werden Sie 100-mal hören, do you really care, what do you care about, what's your purpose, purpose-driven communities, also dieses Paar. Und dann aber, und das ist wirklich einer der Hauptverdienste von Steve Jobs, weil er wirklich damit begonnen hat, diese Hybridisierung von Kunst, Design und Technology. Das ist etwas, was quasi wirklich eine genuine Valley-Geschichte war, also wie kann ich quasi den Spirit dieser beiden Pole verbinden, und aus dem heraus ergeben sich eben auch bestimmte Leadership-Geschichten, ob das jetzt Entrepreneurship ist, Decision-Making, alles das, Art, Science, Value und Values, das sind die Pole. Nun, ein paar Geschichten irgendwie, was sind so Dinge irgendwie, die mir wirklich, wo ich wirklich glaube, wo wir lernen können. Das erste ist quasi dieses Fail fast and fail cheap. Oh mein Gott, dieses grundsätzliche irgendwie, dass das Scheitern normal ist, aber wenn wir es tun, dann bitte doch irgendwie schnell und günstig. Dieses Disrupt faster, also wenn es quasi eine Disruptionswelle vor dir ist, irgendwie, dann bitte sei mit dabei und schau und warte nicht irgendwie, es wird passieren. Ein anderes Thema, das ist etwas, das wäre eine eigene Geschichte, aber auch Professor Brinken hat darüber gesprochen, wie er über diesen europäischen Datenraum gesprochen hat. Die Amis, die im Silicon Valley Guys, haben eine unglaubliche Sensus, wenn sie diese Platforms machen, was sie nennen Hard Gatekeeping. Also wenn du reinlässt und wenn du rauslässt und dieses, wir kennen diesen Begriff Walled Garden, aber es ist eine unglaublichen Sinn, dass diese Platforms, das Protokoll, das Entscheidende ist, und wer ist drinnen und wer ist draußen. Eine andere Geschichte des Wellies, Pass Forward genannt, jeder, der dorthin kommt, das ist wie eine Maschine. Es gibt kein Gespräch, wo nicht aus dem Gespräch heraus du von dem anderen dann anderen vorgestellt wirst. Das ist eine Kultur, die es bei uns leider in der Form nicht gibt. Dieses andere Menschen introducen, weitergereicht werden, du hast eine Idee, ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann dir der helfen. Also es ist eine unglaubliche Maschine von einander vorgestellt werden, und damit, und da, warum geht es bei Innovation? Bei Innovation geht es, dass es Innovation, Ideen, Talente und Kapital möglichst schnell rekombiniert wird, um herauszufinden, was ist da dabei. Je schneller das quasi gemischt wird und je schneller die Dinge miteinander verbunden werden, umso wahrscheinlicher, umso schneller findet man heraus, ist da etwas dabei, und das setzt aber diese Networking-Culture vor. Und dann auch etwas,
was quasi vor allem irgendwie uns KMUs halt, das verstehen die nie, ihr habt zu viele KMUs, die wachsen nicht, irgendwie seid zufrieden, wenn ihr klein seid. Diese Grundgeschichte irgendwie, you can't starve yourself into growth. Du brauchst Investoren. Bootstrapping, wie das heißt, mit dem eigenen Profit irgendwie zu wachsen, ist absolut ein No-Go. Warum? Weil du nicht schnell genug bist. You can't outgrow your competitors, weil es um die, vor allem am Anfang, um die Geschwindigkeit des Wachstums geht, um dieses Delta. Und das geht nur mit Money. Und wenn jetzt quasi Uber Milliarden von Kapital aufnimmt, um in irgendwelchen Märkten, die uns sehr fern sind, Dinge zu entwickeln, die wir nicht verstehen, dann ist es absolut das Silicon Valley, Guys. Hier werden Milliarden quasi aufgenommen, um diese Beschleunigung, um diese Geschwindigkeit zu haben. Aber was ist die Vulnerabilität? Was ist das, was quasi, what sucks? Was ist das, was wir nicht lernen können? Und da ist ein ganz, eine wesentliche Geschichte. Lack of loyalty. Das sind Goldgräber, das sind Opportunisten. Es gibt keine Loyalität im Valley. Es gibt es nicht. Alle Romantik hin und her, Purpose-driven Communities hin und her. Das sind zusammengekaufte Teams, optimiert, dass nach 3 Jahren das Ding verkauft wird. Jeder hat quasi den Shortcut vor Augen. Niemand ist bereit, den langen Weg zu gehen. Niemand ist bereit, den loyalen Weg zu gehen. Das muss schnell sein. Die Leute haben keine Loyalität zum Arbeitgeber, sie haben aber eine Loyalität, eine berufsbezogene Loyalität. Also es gibt sehr viel quasi an, wenn man so will, an so Rollen, berufsbezogene Ehre, was bedeutet es, ein Engineer zu sein, aber no loyalty. Collateral damage, das ist eine Verschleißökonomie. Wenn ich 300.000 Firmen durchschicke, dann cherrypicke ich mir die eine. Die anderen fallen weg. Es gibt einen unglaublichen Verschleiß hier an Personen, an Ideen. Und ich sage Ihnen nicht, wie viel Drogen und wie viel Dinge da konsumiert werden nebenbei. Greed. Sie werden auf eine brutale Art und Weise, der Rip-Off ist überall präsent. Es gibt quasi, wenn man glaubt, irgendwie, das ist irgendwie so nett und kalifornisch und easy und so weiter, null. Brutalste Rip-Off-Kaskaden, man nennt das die Food-Chain, wo du in der Food-Chain bist, wenn du dort beginnst und kommst als Einzelner hin und möchtest dann über diese Rounds, du wirst quasi am Ende, bist du mit 5-10% vielleicht maximal noch dabei, der Rest wird quasi Bullshitting. Es ist so unglaublich schwierig für Europäer herauszufinden, was ist hier quasi einfach nur Bullshit und erfunden und geredet und was ist daran wirklich etwas, was Substanz hat. Das herauszufinden benötigt viel, weil jeder sich unglaublich verkauft, jeder quasi erzählt dir eine Story, weil die Story sells. Und es ist schwierig, irgendwie zu verstehen, was an dieser Story, also diese Vorurteile von uns Europäern, dass der Gap zwischen dem, was der Realität, der Wirklichkeit und dem, was gesagt wird in der USA, besonders groß ist, stimmt einfach. Es ist ein kultureller Unterschied. Die gehen völlig anders mit dem Begriff Wahrheit um. Vielleicht ganz kurz noch, es gibt so viele Dinge irgendwie zu sagen und da die Uhr tickt irgendwie und ich habe nur noch 2 Folien, aber trotzdem, es ist einfach irgendwie, schauen Sie, in 20 Minuten über so ein Thema sprechen. Vielleicht nur zum American Dream, das ist auch etwas irgendwie, weil das Referatstitel ist, was bleibt vom American Dream. Ich möchte Ihnen nur einen zu bedenken geben, dass um träumen zu können, wir schlafen müssen vorher. Ne? Also you have to fall asleep in order to have a dream. Und daher ist quasi dieses, oh, I've got a dream, ja, immer setzt immer voraus, dass you are asleep. Das heißt, ich glaube, wir haben wirklich alle Voraussetzungen, eine realistischere Einschätzung der Welt zu haben, als quasi im Traumzustand vom next big thing zu halluzinieren. Übrigens, wir haben eine Netzwerkanalyse-Geschichte. Dass Google, Facebook, Groupon, Zynger und Twitter, ja, diese 5 Unternehmen, von denen, die quasi in die Early Investments gemacht haben, die IPOs organisiert haben, die Anwälte, das Management, das Netzwerk dieser Firmen besteht aus insgesamt 49 Personen. 49 Personen. Wir würden hier reinpassen. Das Silicon Valley ist ein Dorf.
Es ist ein Dorf. Es ist quasi ein, jeder kennt jeden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als einer der Millionen, die da durchgeschliffen werden, am Ende über diese Gatekeeping-Networks des Wallis in diese 49er-Gruppe kommen, ist eine sehr, sehr geringe zum Thema Dream etc. So, das bringt mich zu einem Grundparadox und das mich dann überleitet zu unserem Thema irgendwie letztwirklich. Das Wally deliriert von der Scalability. Everything has to be scalable and exponential. Das Wally selber ist nicht scalable. Es ist unique, es ist die Bay Area, der Himmel ist blau, die Leute fahren einmal im Jahr in die Wüste von Nevada, laufen dort nackt herum und Burning Man heißt das, wo die gesamte Techno-Elite Amerikas dann irgendwie auf Hippie macht. Es ist nicht scalable und das sollte uns Mut machen und uns an jemanden erinnern, nämlich an den Herrn Frank Sinatra, der nämlich im Prinzip, und das ist so uns im Prinzip dazu aufruft, unser eigenes Ding zu machen. Warum der Sinatra? Der Sinatra hat keinen Song selber geschrieben, aber hat jeden Song so interpretiert, dass er ihn zu dem eigenen gemacht hat. Und das ist genau das, wenn ich gefragt habe, was können wir von dem Silicon Valley lernen? Ganz, ganz viel. Aber am Ende des Tages sind wir aufgerufen, das, was wir hier haben und können, zu unserem eigenen zu machen. Das zu imitieren, wie in einer diesen Deutschland sucht den Superstar oder so, wer redet und bewegt sich und tut noch mehr den Valley-Geist, den kalifornischen Spirit nachäffen. Das bringt uns überhaupt nirgends hin. Auch deshalb habe ich irgendwie das Eröffnungsreferat von Professor Brinken sehr begrüßt, weil er auch ganz klar gesagt hat, Leute, wo wir unsere Stärken haben, wo wir aufs dranbleiben müssen und wo wir ein Selbstbewusstsein und ein Selbstvertrauen haben müssen, Weil das unser Ding ist, das ist unser Song, das ist unsere, wir benötigen diese Identität und wir müssen aber quasi, und das meine ich schon, in diesem Spannungsbogen von Money and Meaning, warum machen wir das? Was ist unser Purpose? Was ist unser Sinn hinter dem, was wir machen? Und natürlich auch, wie verbinden wir Design und Technology, auch wenn es um Manufacturing geht, aber wir haben quasi an den Apps gesehen, wir immer mehr quasi auch von diesen End-User-Experiences, weil wir Dinge lernen und vor allem, weil wir über diesen Design-Approach zu etwas kommen, was ganz wesentlich ist. Es öffnet unsere eigene Kreativität und es verändert im gewissen Sinne die Art und Weise, wie wir Probleme lösen. Aber das muss unser Ding sein, das müssen wir selber tun. Und ich kann dir nur aufrufen, irgendwie einen eigenständigen Weg, eine eigene Stimme zu finden. Es ist gut, dorthin zu fahren, es ist wichtig, sich inspirieren zu lassen. Am Ende des Tages müssen wir unseren Job machen, das ist die Botschaft. Danke recht herzlich.